Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Close to the Sun. Heute Kapitel 6, das Drama des Dionysos. Mal schauen, was uns diesmal erwartet. Wir sind noch im Fahrstuhl. Irgendeine Idee, wo das Notizbuch versteckt sein könnte? Das ist ein ziemlich großes Theater, weißt du? Ich fürchte nicht. Aber wie groß kann das schon sein? Ach du Scheiße. Oh. Das ist nur die Lobby. Warte, bis du das Auditorium siehst. Ich lass dich mal suchen und kümmere mich so lange um ein paar Probleme mit den meteorologischen Geräten. Ich melde mich später, in Ordnung? Klar, das könnte etwas dauern. Oh, Moby Dick, alles klar, nicht schlecht. Michael Crean, wen haben wir denn hier? Verfall. Okay, die drei Opernsänger. Warte mal. Der da rechts sieht aus wie... Könnte Kaya Jana sein. Ha! So. Schickes Service. Oh, die Couch hätte ich auch gern. Die ist schick. Gefällt mir. Die nicht, die ist dreckig. Schöne Bar. Bisschen putzen könnte man hier mal. Okay, hier ist was. Aber was? Manchmal frage ich mich echt, warum die nicht einfach mal so ein bisschen mehr sich bewegen kann. Irgendwas ist im Main Garden. Okay, aber ich bin ja da oben. So, was haben wir hier noch? Okay, die haben wir gerade so Kopie oder was? Okay, Maskenball hat man hier als letztes. Alles klar. Okay, die Magier sind auch unterwegs. Da ist was. Und eine Zeitung. Wardenclyffe erzielt unter Tesla Rekordprofite. Kühner Erfinder expandiert, um neue Branchen zu erschließen. Verärgerung über permanente Änderungen und zunehmende invasive Vorschriften. Alles klar. Hat Tesla wohl jemanden verärgert hier? Da liegt noch was. Berühmter Erfinder Nikola Tesla schlägt erneut zu. Ferngesteuerte Boote, automatisierter Versand über Nordatlantik. Wardenclyffe startet mit Flotte von 600 Schiffen. Die haben ja Geld, wenn sie davon gleich 600 bauen. Rail Station, da müssen wir jetzt nicht hin. Aber gut zu wissen, dass die hier ist. Das ist ein Totenkopf. Macbeth, alles klar. Ein bisschen Ballett und ein Drink dazu. Dann machen wir hier la 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 la. Es tut mir schrecklich leid, aber die Tower-Upgrades haben länger nach meiner Aufmerksamkeit verlangt, als ich erwartet hätte. Ich hoffe, ich habe sie nicht zu lange warten lassen. Kein Stück, Sir. Ich lerne immer noch, wie man sich am besten hier auf der Helios bewegt. So viele Etagen, so viel zu sehen. Ziemlich. Aber ich habe das Beste bis zum Schluss aufbewahrt, meine Liebe. Das Grand Theater der Helios. Sollen wir? Unbedingt. Ich habe mich auf jeden Fall erschreckt, gerade der Arsch. Les Miserables, Moby Dick, alles klar. Okay, das sieht groß aus. Dies, Frau Archer, ist das Grand Theater der Helios.
Wow. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Wir hatten dieses Jahr einen exquisiten Spielplan. Und wenn Sie genau hinschauen, dort oben, das ist Ihr privater Balkon, von wo aus Sie alle Stücke sehen können. Dieser Balkon gehörte mir, aber akzeptieren Sie ihn als Ihr Willkommensgeschenk und als Beweis meiner Anerkennung Ihrer wissenschaftlichen Leistungen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Sir. Oh, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und bitte, nennen Sie mich Nicola. Vielen Dank. Aber was werden die Leute sagen? Werden sie nicht reden? Ich auf Ihrem Balkon? Es ist nicht meiner, nicht mehr. Und die Leute werden immer reden, das kümmert mich reichlich wenig. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Aussicht. Natürlich. Ein privater Balkon? Würdest du deine Aufzeichnungen dort verstecken, Ada? Eine solche Ehre, an Bord der Helios aufzutreten. Vielen Dank, Ludovica. Sie wollte ich schon immer mal live sehen. Oh, jetzt muss ich einen Balkon finden. Ja, da geht's ein bisschen runter, würde ich sagen. Frankenstein. Von da ab war es nur noch eine Frage, es zu bauen. Aber genug über mich. Was ist mit Ihnen, Ada? Ihrer Familie? Sie haben eine Schwester, nicht wahr? Ja, Rose. Rose Archer. Und wenn Sie mich für stur halten, warten Sie, bis Sie meine Schwester kennenlernen. Was macht sie beruflich? Sie ist Journalistin. Ist das so? Ist sie gut? Die Beste. Okay, Elevator Keycard. Nimm mal mit. Kann man noch brauchen. Nimm's mit. Da liegt was. Zweiter Dienstag im September. Liebes Tagebuch, heute hat Michael unsere Bierflaschen vertauscht und aus meiner getrunken. Ich habe ihn darauf hingewiesen und wir haben darüber gelacht. Wenn er das noch einmal macht, trete ich ihm auf den Hals. Das können wir tun. Bis seine Luftröhre so verstopft ist wie die verfickten Toiletten auf der Helios. Er ist trotzdem ein netter Kerl und er riecht gut nach Lavendel und Fisch. Wessen Tagebuch ist denn das? Lavendel und Fisch, Alter. Okay, also das hier sieht schon mal schick aus, hier so marmorisiert. Aber könnte wohl so gerade sagen. Och, lauf doch schneller. Im Rückweg macht er irgendeinen Blödsinn. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Auf dem Rückweg passiert irgendwas Blödes. Okay, du hast deine eigene Lounge hier. Okay, zwei Gläser. War wahrscheinlich jemand mit dir hier. Ihr habt hier gekuschelt. Ihr habt hier was gemacht miteinander. Was ist denn das? Blumentopf. Okay. Nee, das ist Asche. Da möchte ich nicht wissen, was für ein Ritual ihr durchgeführt habt. Jetzt suche ich mal die Aufzeichnung, ob ich die hier finde. Ein bisschen Obst. Das sieht aber noch sehr frisch aus dafür, dass das schon so eine Weile her ist. Vielleicht war es auch gar nicht sie. Vielleicht muss ich ja noch weiter. Ah, wir sind da. Ich hoffe, Sie haben während Ihres Aufenthalts auf der Helios viel Vergnügen daran. Das ist wundervoll. Ich kann Ihnen wirklich nicht genug danken. Unsinn, meine Liebe. Forschen Sie einfach weiter an Ihren Theorien. Das ist mehr als genug Dank. Ich glaube, Sie sind etwas Bahnbrechendem auf der Spur, Ada. Es fehlt nur noch der letzte Funke. Ich hoffe, die Helios kann Ihnen alle Ressourcen bieten, die wir dafür brauchen. Denn wenn wir es schaffen, werden wir die Welt für immer verändern. Auf die Veränderung der Welt. Auf die Veränderung der Welt.
Okay. Gucken wir mal jetzt nach dem Büchlein. Ups, das war so schön sauber hier. Hier nicht. Trink doch erstmal einen Schluck, damit du ruhiger wirst. Aber nö. Hier nicht. Bestimmt hier im Eingang. Und dann kommt was rein. Ach, komm schon. Wird verwendet um den Theater. Du musst ihn finden, während ich mich durch eine weitere Laborabteilung kämpfe. Ich gebe dir einen Tipp. Bühnenmitte. Das ist alles? Damit lässt du mich allein? Viel Spaß. Bühnenmitte. Heilige Scheiße. Ada, ich kann dich hören. Hat er doch gerade gesagt, Bühnenmitte. Nicht Bühnenmitte, oder? Oder jedenfalls stand es da auch. Hardcore hier, Leute. Ich glaube, ich habe etwas. Ich verstehe diese Vision von Ada immer noch nicht. Oder wie das Radio unser früheres Gespräch wiedergeben konnte. Aber es ist, als wäre sie immer noch hier und würde mich anleiten. Ja, vielleicht ist es auch so. Daran gedacht. Der Rollwagen sieht schon schön aus hier, finde ich. Aber wie schön hätten sie mal können hier den ganzen Dreck und so, also ehrlich. Warum hat es jetzt gerade gestockert? Ich hoffe, es habt ihr auch gesehen. Irgendwie hat es gerade gestockt. In Ordnung. Bühnenmitte. Wie komme ich darauf? Hier vor Ort und dann. Ja, mal eine Runde spielen hier im Orchester, also. La 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 la. Für die reitende Lucy an Bord der Helios, ihre Dankbarkeit F. Fabrier. Der große Fabrier. Schicker Schnurrbart. Entschuldigung. Fabrier. Fabrier, oh jo. Was machen wir? Wir müssen hier in die Mitte. Ich bin in der Mitte. Wo würde ich mich verstecken, wenn ich ein super geheimes Forschungsnotizbuch wäre? Wie wäre es, wenn du guckst, ob das Schwert echt ist und mitnimmst, falls sich irgendwas angreift und am besten noch so ein Schild? Na, irgendwo wird das sein. Auf jeden Fall ist es sehr schön und mit vielen Details gemachten Sachen hier. Dann dieser Luke. Mach mal die Luke hier auf. Sag ich doch. Schon wieder. Erinnerst du dich an mich, Rose? Erinnerst du dich daran, was du getan hast? Ich habe dich auf dem Maskenball gesehen, Rose. Es ist alles deine Schuld. Du kennst mich gar nicht, Kollege. Scheiße. Wo ist er hin? Da steht er. Boah. Der kommt doch jetzt gleich.
Rollololololo, alles klar. Nimm Schwert. Nimm doch so ein Schwert jetzt mit, Mann. Der sitzt doch da. Mann, ey. Ich hasse sowas. Weh, der kommt jetzt da. Der wird da kommen. Zeit. Bin ich da. Mit dem Nachbarn. Ich war es nicht. Der nervt. Schließ seinen Frieden. Unser kollektives Leid endet heute. Schieße! Ja, jetzt komm, steh auf, der verfolgt dich. Rennt der irgendwo? Da unten. Ja, richtig so, verbrennen. Und wo soll ich jetzt lang? Runter? Hm. Okay. Nee, darunter springen, ja. Okay, dann hoffen wir mal, dass das wird. Rose? Rose? Bist du das? Du klingst furchtbar. Aubrey? Wo zur Hölle warst du? Ich hätte dich vor 5 Minuten brauchen können. Du hast das Notizbuch gefunden, oder? Ich wette, du hast es. Richtig? Richtig? Ja, Aubrey, ich habe das Notizbuch. Und dann bin ich Ludwig begegnet. Oh nein. Geht es dir gut? Alles okay, Aubrey. Und zum Glück hat Ludwig Feuer gefangen, also ein Problem weniger. Wow, eine gute Nachricht nach der anderen. Was kommt als nächstes? Die schlechte Nachricht ist, ich habe mich verlaufen. Ich glaube, es gibt hier einen Aufzug, aber ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Es ist zu dunkel. Aha, kein Problem. Achte auf die Lampen um dich herum und sag mir Bescheid, sobald sie blinken. Ja? Klar. Okay. Mal schauen, wann hier was blinkt. Das hilft nicht, Kollege. Nein, nichts. Warte! Jetzt, Aubrey! Jetzt! Oh, das ist Deck 66. Nächster Punkt. Dich zum Aufzug lotsen. Fantastisch, Aubrey. Danke nochmal für alles. Ich werde mein Versprechen einlösen. Du hast...
hast keine Ahnung, wie gut das klingt. Warte, ich kümmere mich um die Türen. Dann werde ich gerade ein bisschen... Was ist das? Da will ich nicht rein. Oh Gott, verdammt. Was ist los? Da ist... Widerlich. Da ist der Körper eines Mannes gekreuzigt an der Wand. Gibt es noch einen anderen Aufzug, den du raufschicken kannst? Ich würde lieber nicht... Es ist der einzige, Rose. Ich hasse diesen Ort. Ich hasse diesen Ort so sehr. Ein Blatt rein. Ein Dorn raus. Danke, dass du das tust, Rose. Ja. Und darauf, dass er sich bewegt. Hilfe. So, Freunde. Und wieder haben wir eine neue Folge beendet. Und wenn ihr wissen wollt, was in Kapitel 7 der Zwist der Erbe ist, vorkommt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Es würde mich freuen. Bis bald.